Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks. Etwas komplett anderes, als ich es erwartet hätte. Es gibt jetzt den Modus Überwältigendes Feuer. Und, naja, die Fahrzeuge sind alles andere als normal, denn wir sind jetzt zum Beispiel eine Flakmaus und haben ein Doppelgeschütz vorne drauf. Bin gespannt. Ui. What's... Ja gut, Kumpel, ich fahr nach links, ich halt nicht an. Bin ich ehrlich. Lol. Naja. Thunderclap. Also über den Modus habe ich übrigens gar keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist nur, dass das jetzt besondere 10er-Panzer sind. Also so ganz besondere Dinger. Und das war's eigentlich. Manche Panzer... Die haben Stuka. Lol. Krass. Okay, ich muss zugeben, die Artillerie habe ich jetzt nicht erwartet. Nice. Aber ich habe schon gesehen, es gibt auch irgendwie eine Gatling beim Jagdpanzer 100. Alles klar. Holy shit. Oder Katyusha kann man sie auch nennen. Die heißen ja eben jeden Land anders. Wow. Das machen wir normalerweise nicht, aber ich muss mal ganz kurz ausnahmsweise nur für diese ganzen Sachen hier. Jetzt habe ich das natürlich verkackt. Warte, ich muss gucken, was ich vorher eingestellt hatte. 30. Nee, es ist falsch. Ich bin dumm. Das sind bestimmt Effekte. Jetzt habe ich nicht auf die Zahl geguckt, verdammt. Sorry. 60, machen wir mal auf 80. Weil ich will jetzt ausnahmsweise mal die Kanonenschüsse ein bisschen lauter hören, wenn ich ehrlich bin. Und ich hätte die Zahl als Munition nachladen sollen. Wobei, macht das einen Unterschied? Ich weiß es gar nicht. 300 und 110. Na, ja, okay, die halbe Schaden auf verdoppelte Durchschlagskraft. Das kann man machen. Hallo, die Herren. Keiner da? Hallo, jemand zu Hause? Bitte. Einfach durchrollen, was soll schon passieren? Naja, Thunder klebt einfach hinter uns. Denkt sich so, oh Gott sei Dank, fährt er nach vorne. Scheiße AFK-Idiot, ey. Mann, oh Mann. Kann nicht verstehen, Kumpel, kann nicht verstehen. Ich habe zwar noch gar keine Ahnung, was das hier genau jetzt alles ist, außer dass es halt besondere Panzer sind, aber ich glaube, das war's auch. Meine Fresse. Okay. Wahrscheinlich schießen jetzt eh die beiden Katyushas auf uns. Das sieht ja so geil aus, Junge. Ho, ho, ho. Ja, Proof, mach was du willst. Oh, was macht der denn da? Okay. Lol, wir haben ja 5000 Leben. Die haben ja alle so viel. Ich schwöre euch, ich habe nicht auf die Lebenszahl geguckt. Die habe ich einfach so hingenommen. Ja, krass. Krass. Einfach nur krass. Oh, nice. Unser halbes Team ist ja schon tot. Das habe ich gleich mitbekommen. Nett. Nein, Thunderclap. Alter, yo, tschüss HP. War nett mit euch. Oh mein Gott. Der wird ja komplett geschreddert. Ach du Scheiße. Wir laden mal ganz kurz die normale Munition für ein bisschen mehr Damage. Ich glaube, den Durchschlagskraft brauche ich jetzt gerade gar nicht. 500! Habe ich gerade geblockt. Holy shit. Auf die Kette warten wir ganz kurz. Ja, den
Das musst du machen, Kumpel. Mehr habe ich leider nicht. Au. 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 Okay, die Artillerie ist brutal. Alter Schwede. Meine Fresse. Ja, dann würde ich sie andersrum fahren, aber was soll ich machen? Wir bleiben hier und standhaft. Okay. Ja, die Artillerie wird uns komplett zerfetzen, glaube ich. Junge. Hä, wie oft kann die denn schießen? Hab das dann? Alter. Schade. 5000 Damage hier, ne? Ja, moin. Also, ich bin ehrlich. Ja, moin. Ist interessant. Aber die Artillerie wirkt auf jeden Fall ein bisschen zu heftig. Ja, die Runde haben wir eh, glaube ich, verloren, ne? Ist nur so ein Gefühl. Ich muss zugeben, ich fand jetzt die Maus eher so mittelmäßig, ehrlich gesagt. Das Geschütz ist zwar auch ganz nett, aber ich glaube, bei dem Modus gefällt mir die Geschwindigkeit nicht so wirklich von der Maus hier. Da würde ich, glaube ich, lieber noch direkt einen anderen Panzer ausprobieren. Ich würde sogar schon fast die Artillerie nehmen, tatsächlich. Einfach, um zu wissen, ob die wirklich so stark ist und ob die nur so wirkte jetzt. Ja, okay. Also ich sag mal so, 5000 Damage bin ich zufrieden mit. Bin Zweiter im Team, aber puh. Wobei, wenn du hier so reinguckst, ne, dann sind die Bad Jets, also eine ist zwar echt hoch, die andere nicht so wirklich. Bei uns ist sie auch eher im unteren Bereich, aber es gibt auch noch andere, die halt wieder viel gemacht hat. Also in beiden Teams eine richtig stark und eine eher so ne mäßiger. Okay, was hat der denn hier? 48 Durchschlagskraft und das hier hat 100. Oh, krass. Ich würde sagen, dann machen wir direkt ins, oh Junge, Schadensradius 15 Meter. Einfach eine geile Katjuscha, Junge. Finde ich gut. So ein richtig schöner Raketenwerfer. Ja, den nehmen wir einfach, würde ich sagen. Wir machen jetzt generell wahrscheinlich, denke ich mal, so 4 Folgen, dass wir dann in jeder Folge 2 verschiedene Panzer spielen. Gehe ich mal einfach mal von aus, dass ich das so machen werde. Mal sehen. Weil du kriegst halt auch nichts dafür, ne? Es gibt ja halt weder Kreditpunkte noch Erfahrung oder so. Das ist ein pures Spaß-Event. Was ich auch gar nicht so schlecht finde, weil dann kann man es auch wenigstens als Spaß-Event sehen und will nicht unbedingt irgendwas erreichen dabei. Es gibt zwar auch wieder Quests und Erfahrungen dafür, aber da scheiße ich komplett was drauf, das ist mir egal. Die Gefechtswartezeiten für Selbstfahrerfetten könnten länger sein als bei anderen Fahrzeugtypen. Haben Sie bitte etwas Geduld. Das bitte habe ich übrigens dazu gedichtet, weil das wäre nett, wenn Sie es geschrieben hätten. Aber machen Sie nicht. Schade. Ja. Diese Folgen hier, weiß ich übrigens nicht genau, wie ich die rausbringe, ne? Weil eigentlich müsste ich die ja jetzt ja sofort rausbringen. Jetzt habe ich mir nur schon Folgen bis zum 21.08. vorbereitet. Und die ganzen Thumbnails schon gemacht. Die muss ich dann alle nochmal neu machen. Uah, ist ja scheiße. Na egal, kriegen wir schon hin. Ich bin die einzige Artillerie. Also interessant sieht sie aus, bin ich ehrlich. Das wäre eher ein bisschen scheiße, wenn ich ganz ehrlich bin, aber interessant. Oh Mann, vor allem die Farbgebung finde ich immer sehr okay-mäßig. Oh, dann halt nicht. Gut Donkre. Okay, wir haben jetzt 5-mal das MG auf, also die Gatling Gun auf der Karte hier. Nachladezeit ist okay eigentlich. 2 Schuss, denke ich mir dann 2x6 Schuss. Also logischerweise wären das dann ja dann 12. Gehe ich mal von aus. Geschwindigkeit 50 km/h. Bin ich dabei auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, warum ich wieder nach vorne fahre, aber ich wollte mich eigentlich zumindest ein bisschen näher hier hinstellen. Schlecht.
Mutter? Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Scheiße. Ja, okay. Also, dass man trotz komplettem Team vom Scout gekillt wird, ist traurig. Das finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen schade. Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Cut rein und spielen gleich direkt die nächste Runde mit dem hier. So, die nächste Runde. Und auch wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich diese Artillerie anfassen werde, da ungefähr 120 Leute gerade danach gesucht haben. Also nicht 120 Leute in der Warteschlange, sondern 120 Artilleriepanzer in der Warteschlange. Hat ein bisschen länger gedauert. Ich meine, es wären jetzt knapp 3 Minuten gewesen. Und ja, hoffentlich kommt es diesmal nicht ein Scout durchgefahren und wird uns ins Wegsnipen. Ich hoffe, dass unser Team ein bisschen unterstützender, lebensrettender und wir sind ein bisschen auf der sicheren Seite. Ansonsten, ja. Nutzt man immer die zweite Munition, ist zwar nicht extrem stark, aber hat 100 Durchschlagskraft, also ich erwarte zumindest dann schon relativ guten Damage-Output, bin ich ehrlich. Sehen wir dann gleich. Ansonsten muss ich zugeben, habe ich ein bisschen Schiss, auch jetzt gerade schon wieder von den Scouts. Huch, da wollte ich nicht hin, ich wollte nur kurz davor. Okay, der eine steht schon mal da oben drauf. 3, 2, 1 und Schuss. Einfach drauf schießen. Was soll schon passieren? Naja, nichts passiert. Na gut, hätte ich mir auch denken können. Aber ganz ehrlich. Nein, nein, nicht Shift. Ich wollte gehen. Das ist auch eine ziemlich doofe Ansicht hier hinten. Wegen dem kleinen Mini-Hügel. Aber trotzdem probieren. Ich meine, die Nachricht ist eigentlich egal. Ach, drauf da. Was soll schon passieren? Putz, 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 putz. Aber wir machen noch die erste. Im Radius ist es schon ein bisschen cooler. Weil es egal, wo wir treffen. Hauptsache, es kommt irgendwie was raus. Okay. Hier ist eventuell sogar ein besseres Ziel. Weil die hier relativ gut im Gerade stehen. Unsere zwei kleinen deutschen Panzer. Vor allem dieses Gatling-Jagdpanzer-Dingen. Und Schuss. Putz, 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 putz. Sehr angenehm. Ist zwar nicht so viel Damage, aber ey, ganz ehrlich. Ihn wird es schon nerven, Alter, unser Scout. Gucken dir an. Dün. Ach, der hat auch eine kleine Mündigatling oder was? Ach du Scheiße, Junge. Putz, 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 putz. Oh, weggesniped, Junge. Nice, sehr schön. Okay, da ist er. Der wird sich bestimmt nicht wegbewegen. Außerdem geht der Hellstorm nochmal reingucken. Ich warte ganz kurz auf den Hailstorm, damit ich genau weiß, wo der steht. Und dann ballern wir rein. Oder ich helfe meinen Mates da rechts. Mal gucken. Aber die bietet sich ja so gut an. Und der zweite geht's hier noch, wenn ich ihn nicht so gut treffen kann. Nein, nee, der war fail. Okay, ich muss zugeben. Mein Team ist gerade ein bisschen am Sterben. Deswegen versuche ich mich ein bisschen wegzufahren? Hey, lol. Hatte ich irgendwie gerade auszusehen so einen kleinen Pixel, den ich gezeigt habe? Ja, komm zu mir! Warte. Na, es wird zu gefährlich. Mehr war nicht drin, sorry. Hab's versucht.
Ah, der PCV wird jetzt zu mir kommen, deswegen muss ich mich jetzt ganz kurz verpissen. Ah nee, der geht zu ihm. Das ist natürlich schade für ihn. Ich will nur ein bisschen mich hinter die Flakmaus verstecken gehen. Und ich sehe nicht mehr so ganz gesund aus, wenn ich jetzt hier stehen bleibe. So. Alter, das Geräusch, wenn man schießt. Ja, ich würde übrigens ganz kurz mal anmerken, ich glaube, wir sterben jetzt hier. Also unser Team und wir generell. Ist ein bisschen belastend, aber ich kann versuchen, der Flakmaus noch ein bisschen zu helfen. Nicht viel, aber so ein bisschen. Ja, ist egal. Wow, da war ich schnell tot. Ja, moin. Ich meine, gut, er hat eine Gatling, na, aber trotzdem. Aber was ich sehr angenehm fand, ist, dass die Artillerie nicht so ein Kreis hinter klein werden muss. Beziehungsweise gefühlt war es immer direkt schon fertig. Und ich konnte einfach draufhalten. Das hat deutlich mehr Spaß als normalerweise die Artillerie. Wirkt aber jetzt auch nicht irgendwie overpowered, ehrlich gesagt. Uff. Okay, cool. Cool, 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 cool. Also Ersteindruck von dem Modus generell ist interessant. Bin aber mal gespannt, ob das jetzt einfach nur bei so einem Spaßmodus bleibt und dann wieder in Vergessenheit gerät. Oder ob da irgendwann mal irgendwas aus diesen ganzen Sachen wird. Wer weiß. 3000 Damage haben wir gemacht, war okay, ne? Würde ich sagen. Wir haben quasi mehr Damage gemacht als alle anderen drei Artillerie zusammen. Oder zumindest genauso viel im Vergleich. Interessant. Ich finde es ein bisschen schade, du kriegst nicht mehr Kreditpunkte oder irgendwas. Aber du musst aber auch nichts bezahlen. Also, ja, wie man sieht, ne? Beim nächsten Mal würde ich sagen, machen wir dann das Sturmgeschütz E100. Und im Gegensatz dazu, und zwar einen leichten Panzer, nehmen wir dann sowas wie, keine Ahnung, den Hellstorm oder den EBR. Das sehe ich dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.